Moino Freunde, und damit begrüße ich euch herzlich zurück zu Mario Kart 8 Deluxe. Und diesmal in dem Katzencabrio plus die Metallreifen und den Wario Gleiter werden wir den Blitzcup aufmischen. So. Und damit sind wir im Tic-Tac-Trauma. Tic-Tac-Trauma. Und heute habe ich sogar für uns ein Thema vorbereitet, und zwar die Nintendo Direct. Die ja etwas länger schon her ist. Ich weiß nicht, wann in etwa. Jedenfalls ist die jetzt schon ein bisschen her. Und ich habe darauf ein React gemacht. Wer es sehen möchte, ist es gerne oben verlinkt in der Infobox. Da könnt ihr auf jeden Fall einsehen und euch das natürlich anschauen, wenn ihr mögt. Sonst kriegt ihr hier jetzt eine kurze Einführung in die Direct. Und zwar wurde da angekündigt, unter anderem ein Super Mario World plus Bowser's Fury. Was halt, wo man sagen kann, das ist eigentlich relativ cool, das kann man machen. Ist halt aber nicht für jedermann, würde ich sagen. Also es ist schon ganz gut, aber naja, man muss sich das dem Pad selber entscheiden. Schlimmer war dann die Diskussion bei die 3D Collection von Super Mario Bros. Also da, naja, da waren eben halt die Spiele dabei: Super Mario Sunshine, Super Mario 64 und Super Mario Galaxy. Die Spiele waren mit bei und die wurden halt, wie man übel sagen muss, nur hochskaliert. Und das fanden halt viele nicht toll, weil sie das Spiel somit eigentlich das Originale nur genommen haben und hochgeskaliert haben. Dafür aber auch den Vollpreis verlangen. Also, ich denke mal, das ist schon eigentlich Vollpreis wert. Vielleicht sogar ein bisschen billiger, weil drei Spiele sind, aber für viele halt nicht kaufenswert. Für mich zum Beispiel ist es sehr lohnenswert, weil ich habe die Konsolen früher nicht gehabt. Danke Spielen übrigens, du. Oh. Also, was ist denn los? Das kann doch nicht sein, wie eine blöde Glocke aufgehalten. Na jedenfalls, für mich ist das Spiel lohnenswert. Ich werde es mir auf jeden Fall holen, oder die 3D Collection. Und natürlich werde ich es auch Let's Playen. Wenn ihr es sehen, oder wenn du das sehen möchtest, kannst du ja gerne weiterhin dranbleiben. Und ich werde es definitiv Let's Playen. Zwar nicht jetzt, direkt, sofort, weil ich noch viele, viele Projekte im Anmarsch habe. Oder geschweige, eigentlich habe ich noch viele Projekte, die jetzt laufen derzeit. Wir sind ein bisschen überfüllt, aber das wird sich, denke ich mal, demnächst irgendwann legen. Jedenfalls, ja, werden wir mal gucken. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wann die Spiele kommen sollten. Am besten wäre so schnell wie möglich an sich, weil ja die Spiele auch nur bis zum 31. März verfügbar sind. Ende März, ja, 31. März. Und da möchte ich ja schon, dass ihr wenigstens einen Eindruck von einem dieser Spiele habt, damit ihr wisst, ob es sich wirklich lohnt oder ob ihr sagt, lassen wir. Jedenfalls darf ich es nur nicht verpennen, bis dahin das gekauft zu haben. Was ich halt auch nicht verstehe, warum die das so, Dankeschön Spiel, warum die das überhaupt zeitlimitiert haben. Och, was ist denn heute los hier? Also irgendwie ist heute nicht mein Tag oder so. Also die Runde, meine ich. Ich krieg jetzt gerade alles ab und kann nichts machen dagegen. Ich werde mich mal ein bisschen jetzt kurz auf den Rennen konzentrieren, weil ich ja jetzt schon gerne nicht das Rennen 50 mal machen möchte. So. Yoshi, du musst mal kurz weg vom Fenster. Dankeschön, Banane. Oh Gott. Eieiei. Wir reden gleich darüber weiter. Ich denke mal, ich brauche jetzt erstmal kurz eine Zeit, um ein bisschen nachzudenken. Weil das ist ein bisschen heftig hier, was hier abgeht. Oh, natürlich. Mann, tot, du dicke Kopfnüsschen hier. Lass mich mal damit in Ruhe, ja? Ich will doch nur den guten Yoshi eine mitgeben.
den Schlingel. Boah, ich habe richtig Angst, gerade weiter zu erzählen, weil ich gleich weiß, dass das sonst einen Abgang macht mit den mit der Platzierung. Oh, Yoshi, du bist aber auch nervtötend. Geh doch mal weg, ey. Och, komm. Immerhin. Danke, Toad. Das ist aber auch eine Kurve hier im Röhrenlabyrinth. Die krieg ich einfach nicht hin. Röhrenraserei. Entschuldigung. Ich muss ja schon den richtigen Titel nennen. Ah, das ist natürlich mies mit der Münze. Ah, wir haben gerade ein bisschen Pech. Item-Pech. Und wenn ich jetzt mich viel weniger konzentriere, wäre auch nicht gut. Natürlich. Es ist sowieso egal. Ich werde sowieso gemobbt vom Spiel. Bist du einmal Erster, bist du eigentlich der gemobbteste Mensch hier auf Erden. Nein! Was ist das denn? Ja, moin! Danke, Spiel. Ich verkackt das. Oder auch nicht. Das Spiel wollte mich verarschen schon wieder hier. Die letzten Parts gehen schon so ab und jetzt kommt das. Yeah. Nee. Nee. Einfach nee. Jedenfalls ist das geschafft. Jetzt kommen wir zum noch schlimmeren Part, nämlich Vulkangrollen. Das ist meine nicht so große Lieblingsstrecke. Aber ich hoffe mal, wir kriegen es auch hier hin. Jedenfalls kommen wir jetzt mal wieder zum Thema zurück. Ich weiß jetzt kaum, wo ich noch stehen geblieben bin, aber ich war ja eigentlich im Groben und Ganzen da stehen geblieben, dass ich gesagt habe, dass ich die Spiele irgendwie holen werde. So, was wurde denn noch angekündigt in der Direct? Es wurden noch Kleinigkeiten angekündigt, wie zum Beispiel Mario Kart in Real Life, wo man selbst seine Meinung dran bilden muss, ob man Gefallen dran findet oder nicht. Ich bin ehrlich, es wäre nicht meins. Aber ich kann es verstehen für diejenigen, die das gut finden. Denn das Problem ist einfach, dass erstens meine Wohnung nicht viel Platz bietet. Ich habe schon im React gesagt, dann müsste ich die Wand bohren und so einen Tunnel machen. Dann hätte ich genug Platz. Sonst nicht. Aber wie gesagt, da muss auch jeder seinen Spaß dran finden. Und das wäre halt nichts für mich. Ist halt ehrlich so. Des Weiteren wurde auch noch Super Mario, die allerersten Teile Super Mario Land angekündigt. Dass die für die Switch kommen, das finde ich halt auch ein bisschen so als Collection ein bisschen, naja, kann man halt machen, muss man aber halt auch nicht. Bin ich wieder auch ehrlich. Oh Gott! Ausschließlich habe ich aber eigentlich auch nichts dagegen, wenn die Collection kommt. Ich werde sie aber nicht holen. Also das wäre die einzige Collection, die ich auch sage, m-m. Nur die 3T Collection, die hole ich mir definitiv. Weil die Spiele, die sind einfach Gold wert. Und wenn man die nicht gespielt hat, dann will man die aber auch spielen. So gesehen Nintendos Ehrenprodukte, was auch immer. Jedenfalls muss man das mal gespielt haben als Nintendo-Suchti. Außer man ist natürlich nur Pokémon-Suchti, das war ich ja zumindest. Eigentlich eine ganze Weile war ich auch nur Pokémon-Suchti, weil mehr habe ich auch nicht wirklich spielen können. Weil mir halt die gewissen Konsolen gefehlt haben. Und das ist natürlich wieder einmal typisch ich. Och komm. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, wir sind durch. Uiuiuiui. Boah, manchmal muss ich echt mich hart konzentrieren. Geht ja gar nicht. Na gut, ich habe auch die extra Schwierigkeit. Ich kann mit diesen Karts nicht fahren. Ist halt true. Aber ihr wollt ja auch ein bisschen Spannung sehen. Also werde ich noch weiter mit den Karts fahren. Bis zum Ende des 150 CCMs und des Spiegel Cups. Ich glaube, ab da an kann ich denn frei wählen, so gesehen.
und werde mir die besten Cards natürlich nutzen. Weil das Card, was wir hier haben, ist für mich nicht das geilste Card. Muss ich ehrlich gestehen. Ich finde halt das Pünktchen-Card bis jetzt am besten. Und ich glaube, das nutzt auch fast jeder ausschließlich. Und ich wollte halt im Let's Play jetzt nicht überstrapazieren. Oh Gott. Denn man muss ja auch Skill zeigen, indem man einfach verarscht wird von dem Spiel. Von vorn bis hinten. Oh, natürlich dieser Hund! Das hatte ich schon im Stream, diese Probleme mit diesem dreckigen, netten Hund. Und du, ne? Ganz ehrlich, verschwinde. Als ob. So, jetzt gehen wir aber nicht, rasen wir nicht in diesen Kettenhund rein. Oh Gott, das war ein Pilz. Ich dachte, das wäre eine rote gewesen. Nö, war ein Pilz. Alles klar. Dann weiß ich ja Bescheid. Und Link, tschüss. Verschwinde. Du versaust mir die Sicht. Es ist schön, dass immer so ein paar Münzen ab und zu kommen. Fühle ich mich ganz befriedigt. Die Geldgeilheit wird auch hier befriedigt in diesem Mario Kart-Teil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, wir könnten es schaffen. Die 60 Punkte sind drin. Yeah. Ach Mann. Aber ich habe immerhin alles grob zum Direct gesagt. Aber eine Sache noch. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, habt ihr denn überhaupt Lust auf mehr Reacts von Nintendo Stuff? Wenn ja, könnt ihr es auch gerne mal hier in den Kommentaren posten und schreiben. Würde mich auf jeden Fall interessieren, weil ich das ja auch, also ich finde das halt nicht schlimm zu reacten. Ich dachte damals, vielleicht ist es nicht so geil, aber ich finde es eigentlich recht relativ entspannt, weil ich halt Nintendo sehr mag und irgendwie ist es doch schon so ein bisschen kickmäßig. Ich muss mal gucken. Jedenfalls freut mich das, dass ihr zugesehen habt. Aber wir werden noch natürlich die Ergebnisse anschauen. Zum krönenden Abschluss dürfte ja natürlich auch nie die Statistik fehlen. Ja, das kann fehlen, das ist egal. Müssen wir jetzt nicht nochmal ansehen. Jedenfalls, hier ist der schöne Pokal. 60 Punkte, 3 Sterne. Ich bin glücklich. Wenn wir so weitermachen, schaffen wir die 150 komplett mit allen 3 Sternen und 60 Punkten. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn es euch gefallen hat bis hierher, könnt ihr gerne ein Like da lassen und um nichts mehr zu verpassen, auch gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.